Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Splinter Civilization 6 und den Deutschen hier. Eine große Flut in unserer Stadt. Die Donau schwemmt über. Drei beschädigte Geländefelder. Immerhin nur ein Bevölkerungsverlust. Das ist gut. Ich begrüße euch zur neuen Folge mit einer Naturkatastrophe. Frankfurt hier getroffen. Und wir haben in einem neuen Zeitalter der Entdeckung die erste Technologie der Zivilisation erforscht. Ein Zeitalterpunkt dafür. Das Unvollständige wird vollständig, das Krumme wird gerade, das Leere wird voll, das Abgenutzte wird neu. Haben die fortschrittlichen Energiezellen erforscht, sind nur Mittel zum Zweck, denn damit schalten wir den Weg zum intelligenten Material frei und der begründet die Exoplanet-Expedition. Und da müssen wir hin. In drei Runden möglich, dieses Projekt zu starten. Wichtigstes Ziel für uns. Kümmern uns aber in der Zwischenzeit natürlich hier um unsere Annehmlichkeiten und können einen weiteren Skiort bauen. Heilen hier in Frankfurt ausbauen. Hier müssen wir gucken. Die Hanse ist geplündert worden. Da müssen wir ganz schnell reparieren. Geht natürlich jetzt vor. Das Aquädukt ist auch kaputt. In Hamburg wird der Weg wiederholt. Klare Geschichte. Die internen Routen laufen gut. Unsere Städte wachsen sehr durch Handelswege. Auch relativ viele Handelsrouten. 14. In einer Runde die Werkstatt in Augsburg fertig. In einer Runde der Markt in Hamburg fertig. Eine Runde die Hilfeleistung in Ulm durch. Ansonsten, wobei hier unten die Reparatur. Ansonsten braucht alles jetzt ein paar Runden. Wir konzentrieren uns nach wie vor, auch in der letzten Folge schon, darauf, hier nochmal richtig Tempo zu machen beim großen Ingenieur. 100% plus bei Produktion von Weltraumrennprojekten. Und das ist natürlich für uns jetzt in naher Zukunft spielentscheidend. Handwerker hier unten in Heidelberg gekauft, der die nächsten Skiorte errichtet. Das Estadio do Maracanã ist gebaut worden durch Gandhi. Keine Chance mehr für uns, da einzugreifen. Was mir so ein bisschen auffällt, hier oben fällt übrigens Palong über kurz oder lang. Die Frage ist, wohin? Die Stadt ist ja doch tatsächlich interessant für uns. Bekommt ein bisschen Loyalitätsdruck von uns und auch vom Osmanischen Reich. Das Ding, was mir aufgefallen ist, die Maya haben relativ hohen militärischen Wert, haben ihre Roboter aber überall auf diesem Planeten verstreut und nicht in der Kampfeszone. Sind ja im Krieg mit den Inka. Machen das aber nicht geschickt. Boah, und gehen hier wirklich unter gegen die Armee der Inka, die richtig gut kämpft. Ich bin froh, dass sich das Verhältnis, angenähert ausgeglichen hat. Und unsere Gegenspionagen funktionieren ganz hervorragend und insofern machen wir das natürlich weiter. Ein atomarer Notfall ist ausgerufen. Ist im Krieg mit dem Osmanischen Reich und den Maya. Hat er noch eine Atombombe geschmissen? Und wenn ja, wo? Können wir die Sichtbarkeit mit dem Osmanischen Reich verbessern? Das ist offenkundig nicht der Fall. Der Meteorschauer hier wird uns nicht helfen, da kommen wir nicht ran. Allianz mit Tamar ist abgelaufen. Kommt viel Gold für eine kulturelle Allianz. Boah, die Frage ist, starten wir hier den atomaren Notfall? Dann wären wir natürlich sofort im Krieg mit den Inka. Und das Thema ist, wir müssten eigentlich, aber wir sehen, wie schlecht die Maya im Kampf gegen die Inka sich schlagen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, wir sehen, wie gut die Inka Krieg führen. Und der viel wichtigere und dritte und letzte Punkt für uns ist, es führt, und das ist das Wesentliche, nicht zu unserem gewünschten Sieg. Weshalb ich hier verzichte und den atomaren Notfall nicht ausrufe. Das ist ein ungewohnter Schritt, aber relativ leicht zu begründen, wenn man so kurz davor ist, den Wissenschafts- oder Diplomatiesieg zu erreichen. Und allein der Diplomatiesieg
als Name an sich sorgt natürlich dafür, dass wir hier keinen atomaren Notfall ausrufen können. Oder sollten zumindest. Hilfeleistung ist fertig. In Ulm. Mal wieder. Haben einen Gouverneurtitel zur Verfügung und den packen wir jetzt in die vertikale Integration. Dass ich das nicht eben gemacht habe, war ein Riesenfehler von mir. Die Stadt, und das ist Berlin, erhält Produktion von allen Industriegebietgebäuden mit regionalen Bonussen in der Nähe, nicht nur vom ersten. Gucken wir, ob das sofort umgemünzt und angezeigt wird. Berlin ist bei 132 und steigert sich potenziell dadurch auf 175. Nochmal 40 Punkte Produktionsbonus hier. Augsburg hat die Werkstatt fertig und da können wir noch ein bisschen was machen. Die Fabrik als nächstes. Produzieren hier munter weiter. Hamburg hat den Markt, bald die Bank. Und wir gehen in die nächste Runde und in zwei Runden Exoplanet-Start. Das ist das erklärte Ziel. Und das Thema bei den Maya ist, dass Brüssel zu fallen droht und auch... Ah nein, Hongkong hat sich wieder gefangen. Okay. Boah, wir bekommen drei Zeitalterpunkte, weil wir zum ersten Mal alle Gebäude im Unterhaltungskomplexbezirk fertiggestellt haben. Wo war das denn bitte der Fall? Wir können schon wieder den atomaren Notfall ausrufen. Wir verzichten erneut. Nahrung in Ulm benötigt. Permanente Kostenüberschwemmung. Vier Zeitalterpunkte in dieser Runde. Stadion jetzt hier in Aachen fertig. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass die Zufriedenheit in allen Städten wächst. In allen. 10% Bevölkerungswachstum und 10% Nichtnahrungserträge im Plus. Das ist super. Haben ein bisschen Wohnraumprobleme und bauen insofern in einer Runde die Kanalisation. Könnten sie aber auch kaufen. Ich denke, das ist fast schon sinnvoller. Handwerker wäre in einer Runde fertig. Wir bleiben aber bei der Industriegebiet Logistik an der Stelle. Bremen das gleiche. In Trier das gleiche. Ich sehe nichts Besseres, außer hier in Mainz ebenfalls die Industriegebiet-Logistik zu starten. Übrigens, tausender Wert jetzt hier bei der Wissenschaft geknackt. Endlich. Reparieren hier ein Feld. Ein Maisfeld, gar nicht mal so unwichtig. Und können hier noch sehr, sehr viele Annehmlichkeiten generieren, potenziell. Allerdings geht es ja allen Städten gut. Was macht also der Handwerker? Er kann tatsächlich hier oben noch ein Sägewerk errichten, habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, Heidelberg bekommt ebenfalls Industriegebiet-Logistik hinzu und wir gehen eine Runde weiter. It's just one more turn. One more turn mit einer Rockband, die irgendwo aufgetreten ist. Das zu lokalisieren fällt mir gänzlich schwer. Oh, und ich höre hier irgendwo eine Atomrakete, meine ich, oder ist es nur dieser Düsenjet? Das letzte Mal, als das passiert ist, war Tikal nicht mehr. Ich erkenne doch keinen Einschlag hier. Sondersitzung des Weltkongresses jetzt einberufen durch. Ich weiß es gar nicht genau. Wir machen beim atomaren Notfall allerdings nicht mit. Sonst wären wir im Krieg. Denke aber, dass er durchgeht. Wow. 12:9. Dido ist klar dafür, ebenso John Curtin. Pachakutek klar dagegen. Hat aber nicht gereicht. Zülemann dafür, Tamar, die Maya und wir dagegen. Und damit ist aber ein neuer Krieg jetzt entstanden. Wir sind von einem Stadtstaatnotfall nicht betroffen. Es geht wahrscheinlich um Chinghetti, glaube ich. Es steigt von der Erde in den Himmel auf und dann sinkt es wieder zur Erde hinab. Und erhält die Kraft von allen Dingen, ob überlegen oder unterlegen. Doch während wir hier rechts sehen, was alles kriegstechnisch passiert, das gucken wir uns gleich in Ruhe an, beginnt für uns ein neues Zeitalter. Das intelligente Material ist freigeschaltet und dadurch die Exoplanet-Expedition, ein Weltraumrennenprojekt, das pro Runde ein Lichtjahr durch die Tiefen des Alls reist, um die Menschheit auf ein anderes Sternsystem zu verbreiten. Führt zum Wissenschaftssieg, wenn es ankommt, kann durch andere Projekte beschleunigt werden. Und insofern gucken wir uns an, was jetzt in Aachen los ist. Industriegebiet Logistik wäre unser nächstes Ziel, aber der Exoplanet-Expeditionsstart dauert 18 Runden
Und insofern geht der klar vor. Jetzt sogar 19 Runden in der Anpassung. Oh, und wir sehen ein Problem. Feindlicher Spion hat Pingala in Aachen neutralisiert. Und das sorgt für 30% Einbußen bezüglich Raumfahrtprojekten in der Stadt. Zu einem unmöglichen Zeitpunkt. Boah, und wir sind doch eigentlich mit Spionen hier zugegen. Wie hat er denn aufgepasst? Gefühlt gar nicht. Wohnraum in Aachen benötigt. Pachakutek ist Ziel des Notfalls. Kaguana hat Pachakutek den Krieg erklärt. Voldin, Hattusha und Jerusalem. Dido, John Curtin, Gandhi, Untermar. Oh, meine Damen und Herren, guckt euch jetzt bitte die Inka an. Das ist ein Riesenproblem. Nur nicht mit uns. Gott sei Dank. Bin sehr gespannt, wie das hier auf jeden Fall ablaufen wird. In Ulm ist die Hilfeleistung durch. Wir gehen auf die nächste. Wir büßen natürlich was in Sachen Wissenschaft und Kultur ein jetzt über Pingala. Aber der Produktionsbonus für den Exoplanetenstart ist natürlich ärgerlich. Schicken unseren Handwerker los. Oh, und wir können noch ein weiteres Vampirschloss errichten. Das ist natürlich auch ein schönes Feld hier. 17 Produktion, 15 Nahrung. Kultur, Gold und Wissenschaft hinzu. Dieser Vampir hat sich wahrhaft gelohnt. Und wir gehen jetzt Richtung Lagrange Laserstationsstart. Wir brauchen 30 Aluminium. Bekommen 4 pro Runde. Das ist nicht viel. Aber jedes Mal, wenn wir das machen, beschleunigt das unsere Exoplanet-Expedition, die 50 Lichtjahre braucht, um ein Lichtjahr pro Runde. Und das ist nun wirklich wichtig. Und ihr seht, was wir alles tun müssen. Das dauert jetzt ganze, 5, 6, 7, 8... 21 Runden, wenn hier nicht noch irgendwas passiert. Und insofern wirklich wichtig, dass wir da schnell vorankommen. Industriegebiet Logistik, nach wie vor unser Thema. Bekommen sehr, sehr bald. Mit Glück in der nächsten Runde werden Herr von Braun und den Produktionsbonus für Weltraumrennenprojekte. Und das wird natürlich mega. Machhausen, Kohlekraftwerk gern gesehen. Gucken uns hier Frankfurt an, da muss noch ein bisschen was repariert werden. Und die Börse dann auch in einer Runde fertig. Und hier können wir noch einen Skiort bauen. Sehr schöne Nutzung hier von dem Gebirge, weil immer ein Berg zwischen den Skiorten sein muss. Jetzt sind es immerhin noch 15 Runden bis zur Fertigstellung des Exoplaneten-Expeditionsstartes. Gandhi hat das intelligente Material erforscht. Ist sogar in Führung jetzt hier im Bereich Wissenschaftssieg. Oh, und da müssen wir uns echt anstrengen. Oh, und es fehlen uns tatsächlich nur 12 Punkte. Und das Risiko gehe ich jetzt hier nicht ein. Wir können mit Glauben agieren oder mit Gold. Und ich denke, mit Gold haben wir es auf jeden Fall. Wernher von Braun ist unser. Und gibt uns einen unnachahmlichen Boost in der nächsten Runde. Und den nehmen wir natürlich noch mit, auch in dieser Folge. Das sichere ich hier zu. Und somit sind die großen Ingenieurspunkte gar nicht mehr so wichtig. Bezüglich der Hilfeleistung sieht alles gut aus. Die Frage ist, was hilft uns in Sachen Sieg? Handwerker können wir machen, Spione können wir machen, respektive errichten. Wir brauchen die Wissenschaft. Wir brauchen die Wissenschaft, ganz klar. Denn diese Punkte bringen uns hier im Bereich der Technologie schneller zur Weltraummission. Und insofern müssen wir unseren Fokus vermutlich jetzt komplett darauf mit diesen Projekten legen. Wir machen enorm viel Geld, was wir jetzt momentan erstmal nicht mehr brauchen. Gucken deswegen, wo wir noch ein bisschen Geld ausgeben können. Wow, Magdeburg hier unten komplett vergessen. Handwerker ist ein Thema. Ach, das habe ich ja komplett vergessen. Das ist ja Wahnsinn. Wir geben hier ein bisschen Geld aus für die ersten 3 Modernisierungen. Das sieht man mal, was dazwischen den Aufnahmesessions passieren kann. Statt. Einfach eine komplette Stadt zu vergessen. Die hat halt friedlich vor sich hin produziert. Wir können uns das hier nochmal angucken. Hier ganz im Westen, Magdeburg, noch 39 Runden für den Hafen bei 2 Bürgern. Und was wir hier alles modernisieren können, sehen wir ja. Ah, ist das ärgerlich.
Allianzstufe mit Dido gestiegen. Feuer entfacht und das tatsächlich bei uns. Nicht allzu dramatisch, hoffe ich. Wir gehen von den Industriegebiet Logistiken Richtung Campus Forschungsstipendien. Richten hier ein Sägewerk. Und in Trier gehen wir auch auf die Campus Forschungsstipendien. Das wird unser neues Ziel sein. Münster ist die Fabrik durch. Da können wir jetzt mal ein bisschen was kaufen. Kohle oder Atom. Wir gehen auf die Kohle. Die Börse wird in Hamburg errichtet. Und wir errichten eine Bohrinsel für mehr Produktion. Und gehen noch eine Runde weiter. Die nehme ich euch noch mit. Denn der große Ingenieur Wernher von Braun beschleunigt unsere Weltraumrennenprojekte um 100%. Und ihr seht es hier schön im Wechsel gerade. Es ist ein bisschen hin und her gesprungen. Hier werden schon 7 Runden bis zur Fertigstellung angezeigt. Da oben jetzt auch. Es wechselt hin und her. Ich schneide es nicht raus. Wir halbieren den Bedarf für den Exoplanetenstart. Beziehungsweise den Start dieser Expedition und kommen damit Gandhi hinterher, der uns ja tatsächlich überholt hat. Und dann wollen wir mal sehen, wer zuerst aufmischt. Wie meine Mutter auf dem Weg nach Hause mit. Boah, und jetzt brechen hier überall die Feuer aus. Das ist nicht gut. Gerade modernisierte Sägewerk, glaube ich. Schreit hier auf jeden Fall nach einem Handwerker, der bald reparieren muss. In Ulm brauchen wir eigentlich Nahrung. Könnten wir über ein Wohnviertel natürlich über kurz oder lang erreichen. Aber die Stadt hat eh nicht so viel zu bewirtschaften. Insofern bleibt es noch bei der Hilfeleistung. Campus Forschungsstipendien an der Stelle. Wir kommen jetzt hier gut voran, ihr seht das. Es sind nicht mehr 3 Runden für die einzelnen Technologien, sondern nur noch derer 2. Alles über die Boni der Campus Forschungsstipendien. Und wir gehen nochmals, und das ist das Schöne, auf den Boost plus 200% potenziell für Weltraumrennprojekte. Und Long ist jetzt eine freie Stadt. Das ist interessant, als dass sie in 10 Runden natürlich irgendwohin übergehen wird. Aber sie tendiert zum Osmanischen Reich, sehe ich jetzt gerade. Ich komme wieder. Weiden bekommen eine Nahrung hinzu. Wir können überall Menschen mit maschinellem Verstand, großer genereller Präzision und überragendem Verständnis finden, die sich nicht scheuen, klar zu sagen, dass der Automat eine bloße Maschine ohne Verbindung mit menschlichem Handeln in seinen Bewegungen ist und folglich weit ab von jedem Vergleich die erstaunlichste aller Erfindungen der Menschheit. Die synthetische Technokratie ist freigeschaltet. Das Optimierungsgebot ist da und das bedeutet neue Regierungsform plus 30% Produktion für alle Stadtprojekte. Und wir kontern so ein bisschen das Aussetzen von Bengala, denn diese Regierung können wir freischalten. Und darüber hinaus können wir tatsächlich jetzt darauf pochen, in 3 Runden den Exoplanetenstart zu haben. Denn plus 200% für Projekte sind nur durch Wernher von Braun hier entstanden. Das ist ein Wahnsinnswert. Das ist wirklich ein Wahnsinnswert. Wir ändern hier noch die Regierungsform. Gehen auf die synthetische Technokratie, wobei da echt viele militärische Karten wegfallen werden. Wir denken an die Massenaushebung, Drillhandbücher, Veteranenstatus und internationale Gewässer. Büßen dafür ein bisschen Wissenschaft ein. Das kostet uns natürlich ein bisschen was, aber die Projekte hauen es meines Erachtens wieder raus. 2 Zeitalterpunkte. Die Drillhandbücher nehmen wir wieder mit rein. Die integrierte Raumzelle, 50% Produktion für Weltraumrennprojekte, Städte mit Militärakademie oder Seehäfen ist interessant für uns. Und damit sind wir good to go, sag ich mal. Wir sind damit good to go. In der Wirtschaft hat sich rein gar nichts getan. Alles ist gut. Wir könnten die freie Marktwirtschaft oder die Wirtschaftsunion wieder mit reinnehmen. Hier unten 70 Gold plus. Der Rationalismus ist interessant, weil wir dann wieder 40 Wissenschaft hinzubekämen. Und die Handelskonföderation geben auch 40 dazu. Wir können die Kolonialsteuern dazu nehmen für ein bisschen mehr Produktion. Ein bisschen mehr Kultur wäre interessant. Joker brauchen wir hier nicht wirklich.
Insofern gehen wir auf den besten Wert. Wir nehmen die freie Marktwirtschaft mit rein und haben dann erhebliches Goldplus dann dazu. Gucken gerade noch beim Militär. Wir brauchen die internationalen Gewässer eigentlich nicht mehr. Die Loyalität wäre gut. 30% Produktionsbonus für Lager- und Hafenbezirke. In Häfen könnte es sein, dass wir noch ein bisschen was tun und ändern das daher entsprechend ab. Inspiration für die Ausrichtung Regierung der nahen Zukunft. Die müsste hier hinten irgendwo sein. Ah ne, hier ist hier oben. Und da können wir jetzt gerne hingehen, denn da gibt es immer einen Gouverneurtitel und drei Gesandte hinzu. Braucht allerdings ein bisschen. Über den Naturschutz sind es noch ein paar Runden. Und insofern sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Feuer hier in Dortmund und in Münster ausgebrannt. Insofern müssen wir da wieder modernisieren. Aber alles ist in Ordnung. Wir haben die Regierung gewechselt. Wir haben wahnsinnige Fortschritte gemacht hinsichtlich unseres Exoplanet-Expeditionsstarts. Und insofern sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg in Richtung Wissenschaftssieg, auch wenn hier steht, dass Gandhi in Führung sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Splinter. Lasst mir gerne ein Abo da. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.